Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und ihr seht immer noch in etwas gemütlicher Atmosphäre. Mir liegt ein Thema auf der Seele, auf dem Herzen, was ich gerne mit euch besprechen und erörtern möchte. Im letzten Hangout musste ich leider Gottes ein, zwei User für eine gewisse Zeit blockieren. Ich werde hier mit Absicht keine Namen nennen. Ich will sie nicht zu sehr runterreißen, weil die beiden sind auch im nächsten Hangout auch gerne wiedergesehen, wenn sie sich am Riemen reißen können. Also ich bin da nicht nachtragend. Außer in bestimmten Situationen, was überhaupt nicht geht, da bin ich dann auch sehr nachtragend. Aber es ging halt darum, 8 Watt Lusche ist gefallen und sowas alles. Meine Meinung ist, wir sind alles Dampfer. Oder die im Hangout sind, die keine Dampfer sind, sind nun mal keine Dampfer. Es ist scheißegal, ob man Dampfer oder nicht Dampfer ist. Man muss sich nicht gegenseitig dissen, weil man dampft oder nicht dampft oder was man dampft. Man muss sich nicht als 8 Watt Lusche hinstellen lassen. Ja, es ist jedem selbst überlassen, bei wie viel Watt er dampft. Der eine oder andere mag es im oberohmigen Bereich, also oberohmig, ich weiß ja nicht, ob das so richtig ist, der eine oder andere mag es halt im nicht subohm Bereich, ja, der bewegt sich bei 1,8 Ohm. Heinz. Heinz ist ein super Kumpel von mir, den habt ihr alle kennengelernt, Heinz Thor. Der dampft vorwiegend im nicht subohm Bereich. Er dampft aber auch im subohm Bereich. Ich habe Heinz nie als 8 Watt oder 15 Watt Lusche hingestellt, weil in meinen Augen ist es lächerlich, sowas zu sagen, weil jeder dampft so, wie er mag. Ja, der eine ist halt Backendampfer und dampft eher ja, im 1,8, 1,5 Ohm Bereich. Der andere, so wie ich, habe das momentan über die Zeit komplett Backe so gut wie verlernt. Ich kann es kaum noch, ganz, ganz schwer, dass ich es noch kann. Ich bin, habe mir auch extra hier mal einen Akkuträger hingepackt, jetzt zum Beispiel hier mit der 200 Watt Box bin ich jetzt bei 70 Watt unterwegs, weil mir das da am besten schmeckt. Mit dem Jewel Crown. Macht einfach einen geilen Geschmack. Wer von euch natürlich bei 150, 200 Watt unterwegs ist, ja, meine Güte, sollt ihr machen, ist doch euer Ding. Wenn euch da das Liquid schmeckt, ist das doch toll. Ja, aber nur jemanden zu diffamieren, zu dissen, weil er nicht subohm dampft, finde ich scheiße. Wir sind Dampfer. Wir wollen Zusammenhalt. Viele sagen immer Zusammenhalt, Dampfer müssen zusammenhalten, damit die EU uns nicht anscheißen kann, der deutsche Staat uns nicht anscheißen kann. Hey, wir scheißen uns gegenseitig an. Muss das sein? In meinen Augen sage ich nein. Ich sage definitiv nein. Ich kenne einige, logischerweise auch, die im Subohm-Bereich unterwegs sind. Cloud Chaser und hast nicht gesehen. Nehme ich mal das Beispiel. Steamshot, Thomas. Ja? Dann der Heinz, der im Überohm-Bereich ist. Der Dani vom Dampferkanal, der normal dampft. Ich kenne ganz viele verschiedene Dampfer. Ich kenne Einsteiger, die mit Subohm-Geräten eingestiegen sind. Ich kenne Einsteiger, die so wie ich mit einem ganz kleinen Gerät eingestiegen sind. Ich kenne Einsteiger, die mit einem kleinen Gerät eingestiegen sind, die jetzt im Subohm-Bereich auch bei über 100 Watt unterwegs sind. Jeder nach seiner Fassung. Ja, das ist, für einige ist es Hobby, für andere ist es Mittel zum Zweck. Der Onkel zum Beispiel, für den ist Dampfen Mittel zum Zweck, damit er nicht raucht. Ich habe ihn dafür nie verurteilt, dass es Mittel zum Zweck ist. Für mich ist es ein bisschen mehr als Mittel zum Zweck. Für mich ist es ein Genussmittel. Für mich ist es ein Stück Lebenskultur. Nicht, dass ihr euch wundert, was hier schreit. Meine Katze spielt gerade mit so einer Nuss. Ja, keine Ahnung. Die hat sich eine Nuss aus dem Korb geklaut und schießt hier die Nuss durch die Gegend. Wie gesagt, für den Onkel ist es das. Für den einen Steffi. Steffi dampft oder so. Ich komme gerade nicht auf den kompletten Nicknamen, aber Steffi. Die ist auch öfters bei mir, also eigentlich fast immer im Hangout. Sie dampft Backe. Sie liebt Backe zu dampfen.
Ich habe ihn nie einen Strick draus gedreht, weil es ist so, wenn es ihr gefällt, solange es ihr gefällt, ist es so okay. Meine beiden Freunde aus Österreich, und mein Lagerfeuer ist gerade umgesprungen, wo ich das Paket angeboxt habe, Klaus und seine Frau, erstmal Grüße, auch an alle anderen, die ich hier erwähnt habe, liebe Grüße an Thomas, an Dani vom Dampferkanal und hast du nicht gesehen, an Heinz natürlich auch. Die haben auch angefangen mit Backe und sie ist dann auf Lunge gekommen, weil sie gesagt hat, so und so, und ich sag, pass mal auf, testet mal, weil ich habe ihr Lungenzug gesehen und bei ihr war bei Backe dann irgendwann das Potenzial aus und sie wollte mehr und dann ging es einfach nur noch mit Lunge und sie ist jetzt sehr zufrieden. Sie wäre so oder so irgendwann dahin gekommen. Ja, mein Gott. Selbst wenn sie sagt, nee, es schmeckt mir nicht, ich bleib lieber bei Backe, dann ist es halt so. Aber wir müssen uns doch nicht gegenseitig dissen, weil einer mit 8 Watt oder 15 Watt unterwegs ist und der andere mit 50, 100, 150. Es ist das scheißegal. Es ist unser Hobby, es ist ein Stück Lebenskultur. Wir sind Dampfer. Wir sind, die EU kackt uns schon genug an. Müssen wir uns da selber auch noch ankacken? Können wir da nicht ein bisschen zusammenhalten? Ich verlange ja nicht, dass wenn im Hangout ein Chat ist. Also wenn ich ein Hangout mache, ist rechts daneben ja der Chat. Ich habe nichts dagegen, wenn man sich auch mal so ein bisschen andisst. Ja? Wenn es im Rahmen bleibt. Aus Spaß oder sowas. Aber sich grundlos beleidigen, einfach nur, wenn man Bock hat zu beleidigen oder weil... Ey, ich dampfe mehr als du, ich dampfe höher Watt als du, um dann einen King zu machen. Finde ich nicht schön. Ich verurteile keinen, der im Sub Ohm ist. Ich verurteile keinen, der im 1,8, 1,5 Ohm oder 2,0 Ohm Bereich ist. Überhaupt nicht. Wir sind Dampfer. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn es euch auch so geht, postet doch mal eure Meinung in die Videobeschreibung, ob es nur mir so geht oder ob ihr sagt, Mensch, wenn ich im Sub-Ohm-Bereich bin, dann bin ich was Besseres als ein normaler Dampfer, der im 1,8 Ohm-Bereich ist. Oder ob ihr da der gleichen Meinung seid wie ich, scheißegal, wie viel Watt, wie viel Ohm einer dampft. Wir sind doch einfach nur Dampfer. Damit möchte ich dieses Video hier auch erstmal abschließen. Das sollte nur als Info sein und ich möchte mal eure Meinung gerne dazu wissen, weil, und ich möchte halt, dass ihr wisst, im nächsten Hangout wird es genauso wieder gehen. Wenn mir das nicht passt, wenn man sich zu sehr andisst oder zu sehr disst, dann wird derjenige, diejenige für eine kurze Zeit erstmal geblockt. Wenn es dann weitergeht, wird es komplett geblockt. Ich möchte nicht im Chat, das ist eine gemütliche Runde der Hangout. Ich mache das aus Spaß, ich mache es aus Freude, ich möchte euch damit was Gutes tun, ich möchte mich nett mit euch, mit ein paar Kumpels unterhalten. Ja, also mit euch im Chat, mit denen, die im Hangout direkt mit bei sind, alles Mögliche. Einige vom Chat sind ja auch in den Hangout schon reingekommen. Und ihr seid immer herzlich willkommen. Aber diese Dissen möchte ich nicht haben. Und da möchte ich eure Meinung zu haben. Ach, ein schweres Thema zu der Feiertage gewesen, aber jetzt möchte ich dieses Video auch erstmal beenden. Ich bin gespannt auf eure Meinung, was ihr dazu sagt, ob ihr sagt, ich bin Sub-Ohm-Dampfer, ich bin besser als die anderen, oder ob ihr sagt, ist mir scheißegal, wir sind Dampfer. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.